Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Genshin Impact Video. Heute gucken wir uns zusammen das Set Fahle Flammen an, das ich gefarmt habe, neben dem Medelliefen Set. Wir werden es wahrscheinlich nicht vollständig upgraden können, sollten hier gute Items dabei sein. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht mehr so viele 3-Sterne- und 4-Sterne-Artefakte habe, weil ich die ja schon beim letzten Mal verbraucht habe. Aber wir gucken es uns auf jeden Fall mal an und werden natürlich so viel upgraden wie möglich. Und ja, das Set ist tatsächlich relativ wichtig für mich in der Zukunft, also aktuell nicht wirklich, oder vermutlich nicht, weil ich nicht wirklich Helden benutze, die physischen Schaden machen, und dafür ist das Set vor allem krass. Aber wenn man Yula, wenn ich Yula bekomme, und Yula ist einer der Helden, den ich unbedingt noch haben will, also sie soll eigentlich mein Kryo-Damage-Dealer werden. Ich habe zwar jetzt Ayaka, aber ehrlich gesagt finde ich Yula cooler als Ayaka, zumindest was Gameplay angeht. Und deswegen werde ich hier mit dem Set wahrscheinlich noch in der Zukunft mich auseinandersetzen müssen, weil ich denke nicht, dass wir es jetzt perfekt hinbekommen. Also ich werde es wahrscheinlich nochmal farmen müssen, will ich damit sagen. Aber wir können schon mal gucken, ob nicht schon was Gutes dabei ist. Und selbst wenn nicht Yula, ich meine, es gibt noch andere Helden, die das Set benutzen können oder benutzen werden. Aktuell, wie gesagt, habe ich ja jetzt nur keinen, der mir so wirklich einfällt, dem ich hier das Set geben würde. Genau, das sind schon mal gar nicht so schlechte dabei. Alle nicht so 100%. Ja, das ist immer ein Wert fehlt. Ah, ja, hier auch wieder. Wow, aber es sind immer zwei gute Werte eigentlich. Aber nie drei. Na, ja, schade. Nicht so richtig gut. Gut, aber nicht so richtig gut. Ich meine, das könnte halt richtig gut werden, wenn da noch Angriff in Prozent kommt. Dann nehmen wir mal vielleicht noch das hier. Also wenn halt schon vier Werte drin sind, dann eher nicht. Weil bei Blumen und Federn ist es ja doch ein bisschen leichter, ein perfektes Artefakt zu kriegen. Ja, wenn da schon vier Werte drauf sind, dann mache ich das immer nicht so gerne. Passt. Dann schauen wir hier weiter. Ah, hier sind zwei. Ah, okay, hier sah es jetzt nicht so gut aus, ne. Ne. Na ja, gut, eins reicht ja erstmal. Passt. Dann mal schauen wir weiter. Oh, hier haben wir richtig viel. Da muss jetzt ja mal was Gutes dabei sein hier. Da muss jetzt mal was Gutes dabei sein. Angriff, KT, Angriff. Angriff, K-Schaden, Angriff. Ah. Okay. So viel dazu. Angriff, K-Schaden, Angriff. Angriff, KT, Angriff, Angriff. Und Angriff, K-Schaden, Angriff. Okay, machen wir mal drei. Dann hier müssen wir jetzt physischen Schadensbonus haben. Das wäre das absolute Nonplusultra. Bei Kryo, weiß ich nicht. Maybe. Ich meine, das ist nicht so wichtig. Man kann ja auch im Random, also einen Artefakt kann man ja immer random benutzen. Also vor allem bei dem ist es eigentlich immer so, dass man da eigentlich dann einfach irgendwas nimmt. Hauptsache der Bonus passt. Nee, okay, also wir haben es jetzt mal nur überflogen. Dann schauen wir jetzt nochmal richtig. Also das hier ist ziemlich gut. Geoschaden mit Angriff KT. Das sollten schon immer zwei gute Substats eigentlich sein. Kryoschaden, Angriff. Geoschaden. Anemo-Schaden. Alles wieder nicht so richtig. Es fehlt halt immer ein Wert. Es fehlt immer ein Wert. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist doch... Ach. Ey, Artefakte sind so zum Heulen. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Einfach mal ein paar markieren, die man einfach mal aufhebt.
Du redest halt auch die Sachen mit hier Animo-Schalen, so, ja, Aufladerate, okay, aber da ist nie wirklich, also zumindest zwei Werte, die man halt verarbeiten kann. Ist nie wirklich was dabei. Animo-Schaden, KT-Aufladerate, Elektroschadenangriff. Uiuiuiuiui, okay, und was haben wir hier noch? Bestens wahrscheinlich auch wieder heftig im Stich. Wahrscheinlich kein einziges mit Crit dabei, ich sehe es schon kommen. Okay, Crit-Schaden. Und Angriff als zweiter Wert. Heilungsbonus, ne? Macht auf der. Junge, wie oft ist da denn bitte Verteidigung? Ach, das ist doch lächerlich, ey. Na, also wir haben es echt nicht hinbekommen, auch nur ein einziges Ding mit zwei guten Werten zu kriegen. Ja, das ist schon eine Kunst. Muss man wirklich mal so sagen. So oft Verteidigung, das ist wirklich ekelhaft. Hat noch gar nichts markiert, oder? Aber machen wir mal K-Schaden hier. Und dann hier oben war noch K-Schaden, KT Elementarkunde, K-Schaden Angriff. Würde ich tatsächlich eher das nehmen. Das war's. Puh, okay. Ja, das Set muss man definitiv nochmal farmen. Aber hier hatten wir doch was ganz Gutes, ne? Genau. Dann setzen wir mal unsere ganzen Hoffnungen hier rein. Mal gucken, was der vierte Stat ist. Mal schauen. Angriff in Prozent. Wenn jetzt nicht Flat-Angriff erhöht wird, ist das ein perfektes Ding. Komm schon, for Eula. Die noch nicht existente Eula. Bitte. Die noch nicht existierende Eula. Alright, alright. Nein, Flat-Angriff wurde gepusht. Ja, ich hab zu sehr gehofft. Ich dachte, ich hab mal Glück, Kappa. Echt schade. Aber jetzt nochmal KT. Komm schon. KT, 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 KT. Angriff, okay. Naja, gut. Ja, es sind gerade so 30%, also wie gesagt, ist leider nicht perfekt. Aber ziemlich gut. Ich glaube, dann, ja, machen wir hier noch den letzten Stat. Ich meine, wenn das Angriff in Prozent ist, wäre das immer noch ziemlich gut. Beziehungsweise selbst wenn es nicht ist. Ah, Verteidigung. Ey, warum immer Verteidigung, Mann? KT. Ja, komm, jetzt sind wir eh schon so deep drin. Ich habe zum Glück noch einige Artefakte zum Verschwenden. Oder das heißt verschwenden, aber zum Verbrauchen. Ah, oh, nee, doch nicht, lol. Oh, ich hab. Oh, okay. Mein Fehler. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ach, jetzt aber Verteidigung. Ach. Warum habe ich es nur gesagt? Warum habe ich es nur. Oder warum habe ich es gedacht? So ein Mist. So ein elendiger Mist. Alter, das ist doch ein schlechter Scherz. Ey, warum immer zweimal Verteidigung? Man, einmal reicht doch wirklich. Warum muss es dann immer zweimal sein? Dadurch wird es halt einfach so schlecht, ey. Ach, das ärgert mich richtig, Mann. Was ist halt letztes Mal schon jedes Mal passiert ist? Oder nicht jedes Mal, aber halt von sechs Dingern 50%, das ist halt zu viel einfach. Wenn das einmal passiert ist, ärgert man sich schon. Aber wenn das halt die ganze Zeit passiert, dann ist es halt wirklich nicht mehr lustig. Also das ist echt frustrierend. Wenn es ja dann wenigstens LP wäre oder. Na gut, okay, LP-Verteidigung, ja gut. Aber wenn es ja dann irgendwas. Wenn du den Helden. Ich meine, gut, ich weiß ja noch, bei teilweise weiß ich noch gar nicht. Bei teilweise von den Artefakten jetzt zugegebenermaßen weiß ich noch gar nicht, wem ich es überhaupt gebe. Aber die wenigsten Helden gebrauchen, glaube ich, Verteidigung. Also die meisten Fähigkeiten skalieren dann eher noch auf LP oder so. Oder halt Aufladerate. Ich meine, Aufladerate kann man eigentlich immer gebrauchen.
Das sind halt so Stats, ich meine, da ärgert man sich eigentlich auch dann drüber, aber die akzeptiert man dann auch eher, wenn wir jetzt dreimal KT bekommen. Okay, wir hatten Glück. Okay, dreimal KT und einmal Angriff bekommen. Glück gehabt. Was hatten wir hier? Hier waren wir, glaube ich, auch nicht wirklich zufrieden, ne? Naja, kommt halt stark drauf an, was dann der letzte Random-Stat ist. Schauen wir mal. Verteidigung. Natürliche Verteidigung. Was denn sonst? Hier ist Verteidigung schon drauf, aber es kann ja nochmal Verteidigung kommen. EP. Und was haben wir hier noch? Hier könnte noch KT kommen. Ich meine, hier ist immerhin schon Aufladerate drauf. Und Elementarkunde. Ja gut, dann pushen wir das, weil das ist von den dreien, denke ich, das Beste. Also es wird jetzt natürlich 10-mal Aufladerate gepusht. Und Elementarkunde dann irgendwie wieder nicht. K-Schaden. Meine Maura, ey, die verschwinden einfach. Elementarkunde. Oh. Bam. 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 Achso, ich dachte, wir sind schon. Ich dachte, wir sind schon fertig. Bam. Elementarkunde. Uff, unlucky. Was hatten wir jetzt hier? Ah ja. Ja, dann pushen wir mal das mit Geo-Schaden jetzt einfach. Das ist zwar jetzt für Yula irrelevant, aber wie gesagt, also für Yula müsste ich es eigentlich nochmal farmen. Oder generell, aber das ist ein ziemlich gutes Artefakt. Aber ganz ehrlich, bei Geo-Schaden, das sind halt die Helden, die dann Verteidigung tatsächlich... Oh, aber ich habe keine Artefakte mehr. Das sind aber die Helden, die tatsächlich Verteidigung wahrscheinlich in ihren Fähigkeiten haben. Also die meisten oder die einzigen Helden, die Verteidigung, glaube ich, in ihren Skill-Damage oder so mit eingebaut haben als Skalierung oder so, sind, glaube ich, Geo-Helden. Von dem her ist das in dem Fall jetzt gar nicht so schlimm. Genau. Ja, aber gut, dann sind wir fertig dann tatsächlich. Dann war es schon wieder. Ich muss halt generell mein Artefakt-Inventar noch weiter aufräumen. Ich habe hier noch viele Artefakte, die ich mal angefangen habe oder markiert habe und dann irgendwie nie fertig gemacht habe. Wie zum Beispiel ist irgendwas einfach plus 17. Keine Ahnung wieso. ja, da muss ich mal gucken. Also ich bin ein bisschen unordentlich, was das angeht, geworden. Aber mittlerweile habe ich auch echt viele Artefakte, wodurch es schwierig wird, den Überblick zu behalten. Was mich nur echt ärgert ist, also ich meine, das fahle Flammenset für Yula, das ja. Aber ich habe echt vergessen, warum ich dieses Set hier gefarmt habe. Die Zähigkeit der Medellief, ich habe es legit einfach vergessen. Das frustriert mich auch ein bisschen. Vielleicht fällt es mir wieder ein irgendwann. Naja. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.